Hallo Freunde der gut abgelegenen Videospiele. Ich zocke alle NES-Games und heute ist dran Tic Tac 2. Ich kenne Tic Tac 1 nicht, das macht aber nichts. Ich lerne jetzt einfach Tic Tac 2 kennen. Ich glaube, Tic Tac 1 gibt es auch gar nicht für ein NES. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren und belehrt mich eines Besseren. So, da, los geht's. Mir gefällt das Cover ganz gut, möchte ich mal sagen. Aha. Okay, ich muss da so da reinbauen. Aha. Okay. Bin mir noch nicht ganz so sicher, was ich machen muss. Schauen wir mal. Wenn ich da reinbaue, was passiert dann? Aha. Das ist A. Was tut er? Ah, die kann ich aufblasen, oder wie? Batsch. Batsch. Aufblasen, aufblasen, aufblasen. Nächsten. Auch noch aufblasen. Das finde ich irgendwie cool. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Okay, alle Gegner vernichten ist hier mal das Ziel. Gut zu wissen. Was? Ah, ich kann die da auch einfach da. Die da auch einfach so wegmachen. Okay. Den blase ich auf da. Den blase ich auf wie ein Handschuh. Und den auch noch. Batsch. Level clear. Ja, Grafik ist jetzt schon grob pixelig, aber okay. Sound ist ja bis Musik ist so gut, finde ich, aber die Soundeffekte, da ist noch Luft nach oben. So, wenn ich da jetzt rein digge, weiß nicht, was da passiert. Dann wird aufgeblasen, da Batsch. Das mit das Graben, das heißt, wie das genau vor sich geht, das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Wenn es schon richtig dort sind, dann kann ich, glaube ich, nicht graben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Round 4. Okay, wenn ich da jetzt reingrabe. Batsch. Aufblasen, aufblasen, aufblasen. Tschüss. Komm schon, aufblasen, 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 aufblasen. Tschüss, aufblasen. Muss ich aufpassen, der kann Feuer speien da. Und den auch noch. Einer fehlt noch. Es bringt nichts. Gut. Next. Ja, es ist ganz okay. Ganz okay, aber. So vollständig bin ich von dem Spielprinzip noch nicht überzeugt. Wenn ich da jetzt das so mache. Aha! Ich kann da von mehreren Seiten reindigen. So reingraben da. Batsch. Was ist, wenn ich den da jetzt da. Okay, ich blase mir einfach auf. Aufblasen ist einfach als Absprengen manchmal. So, da. Next round. Runde 6. Wie das zu zweit wohl ist. Ist das gegeneinander dann? Oder. Nein, 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 nein. Reingelaufen. Ich Idiot. Komm schon. Ja, das war gut. Langsam verstehe ich's. Und den auch noch aufblasen. Tschüss, auf Wiedersehen. Ja, was gibt's sonst noch so zu erzählen? Ich habe jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen, davon habt ihr aber nichts bemerkt. Ich habe nämlich einen Game Jam besucht, den Global Game Jam, und wir haben ein recht geiles Game gemacht. Bin ganz überzeugt von unserem Produkt.
Ja, wer nicht weiß, was ein Game Jam ist, da treffen sich Leute, die gerne Videospiele spielen und produzieren und setzen sich da ein paar Tage zusammen und programmieren zusammen und gestalten ein Videospiel. Und das haben wir gemacht und es war super lustig, aber auch super anstrengend. Ah, die sind schon ganz schön schnell. Ja, war super anstrengend, wie gesagt. Ah, jetzt hat er mich der da noch erwischt. Und dabei ist was ganz Gutes rausgekommen und falls ihr mich interessiert, werde ich das auch noch verlinken hier unter dem Video. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Und aufblasen, 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 aufblasen. Aufblasen, aufblasen, aufblasen. Ah. Einfach mehr aufblasen hier. Und tschüss. War besser so. Ja, man muss, sollte sich mehr aufs Graben konzentrieren, habe ich so das Gefühl. Tschüss. Bin ich jetzt in welchem Level? Also Runde 3, also habe ich wieder von vorne angefangen. Schon gewundert, warum es wieder leichter geworden ist. Ja, das unbedingt mal zu zweit spielen, Leute. Das scheint ein, ist ein gutes Game. Das scheint, ist ein gutes Game. Zahlt sich aus, das mal zu zweit zu spielen. Falls es jemand weiß, ich würde mir gerne, ich würde mich gerne informieren, ob das zu zweit zusammen oder gegeneinander ist. Also falls das jemand weiß, bitte in die Kommentare reinschreiben. Warum bist du nicht jetzt auf dem, wo ich drauf sitze, weg? Das war ja bis jetzt immer nicht so. Oh. Komm schon, komm schon. Und tschüss. Ja, Spielprinzip geht auf. Die Mechanik macht echt Spaß. Ja, ich habe mir über den Cover eigentlich schon gedacht. Das Cover gesehen habe ich mir schon gedacht, das könnte cool sein. Wieso springe ich das jetzt nicht weg? Komm schon. Und den da auch noch, den Drachen da. Komm schon. Ah, weg. Und tschüss. Weg damit. Ein Level geht noch. Einmal geht's noch. Round 6. Ah, da ist, bin ich gleich vorhin gescheitert. Na, ich spiele einfach noch bis einmal sterben, oder? Das ist ein gutes Spiel, das kann man ruhig mal ein bisschen auskosten. Tschüss, weg mit dir. Du bist aufgeblasen hier. Aufblasen. Nächsten aufblasen. Da. Und. Next. Ich glaube, bin ich bei dem gestorben vorhin? Round 7. Ah ja, ich glaube, bei dem bin ich gescheitert, oder? Schauen wir mal. Ja, ich glaube, das war's. Und gleich den nächsten. Und. Verdrückt, verdrückt einfach. Habe ich noch ein Leben? Scheint so. Okay, ich versuch's nochmal.
Strategie ist nicht aufgegangen. Ich habe mir gedacht, ich warte einfach da, bis die vorbeigehen, blast sie auf. Na, hat nicht funktioniert. Gut, macht nichts. Ist ein cooles Spiel, Leute. TikTok 2 war das. Zieht euch das mal rein, wenn ihr Lust auf sowas habt. Und probiert es vielleicht auch mal zu zweit und haut mir in die Kommentare, wie das so zu zweit ist. Wird mich interessieren. Ja, dann sag ich mal danke fürs Zuschauen. Zum Beispiel beim Endscreen, der schon wieder mal nicht funktioniert. Ein Jammer. Aber beim zweiten Mal geht's immer. Da drüben gibt's jede Menge Sachen zum Anschauen. Da drunten könnt ihr abonnieren. Da gibt's jeden Tag ein neues NES-Game. Und wenn ihr mir ein bisschen eine Freude machen wollt, lasst mir einen Kommentar her. Oder gebt mir einen Daumen hoch. Oder natürlich auch beides, ist auch kein Problem.